Haben die die Gräber aufgemacht? Guck mal hier. Da kannst du gucken. Nein, ich guck nicht. Hier, da geht es weiter. Guck mal hier, da sind schon. Guck mal da. Das sieht man nicht. Ach, die sieht man nicht. Also die Kanonen, die sind. Aber dies können die uns wehren. Kätzchen draußen nicht zu sprechen, ich weiß zwar nicht warum, aber das macht nichts. Wir sind hier in Napoleon, in der Burg von Napoleon. Hammergeiles, schönes, tolles Hotel. Ja, ich gehe mal erstmal frühstücken, mal, ne? Das ist ein kleiner Eindruck hier. Das ist der Speisesaal hier. Die Speiseburg. Und dann gehen wir dann mal hier vorne auf die Terrasse und schmeißen euch mal den Ausblick zu. Ja, Freunde, jetzt geht gleich los. Kätzchen macht hier Fotos. Ihr müsst uns auf Instagram folgen, da seid ihr immer auf dem ganz Laufenden. Da ist immer alles ein bisschen früher, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ich natürlich nicht, das ist ganz klar. Eine schöne Sache hier, würde ich mal sagen, ne? So ist ein schönes Hotel. So stellt man sich ein schönes Hotel am Meer vor. Das Hotel am Meer. Kennst du eigentlich hier? Du musst dich schon drehen. Ich will nicht in die Sonne reinkommen, bin ich blind. Klasse. Muss ich mit euch jetzt mit Augen zusprechen, verstehst du? Halleluja. Klasse, Kätzchen. Ich glaube, von vorne kommt auch noch genug Licht. No, ne, aber so. Heide geht's gerade so von hier, so von schräg. Ich kann ihn nicht sehen. Alter, das sieht geil aus. Richtig. Ja. Mal gucken, ob wir heute mal hier die Drohne noch fliegen lassen können bei dem geilen Wetter. Jetzt los, Freunde. Jetzt haben wir gefrühstückt. Da, die. Haha, nicht mehr, Freunde. Unglaublich. Freunde. In dieser Mitteljacke viel zu warm. Oh, ist das schön hier. Das riecht auch so lecker hier, Freunde. Ja, so richtig so. Das war eine richtig geile Villa. Ein Lost Place. Die soll auch irgendwie so eine Kapelle haben oder so. Eieiei, überall sind hier Hunde am Bellen und alles. Die ist nicht so schön. Ja, diese Bauernhöfe hier so ein bisschen außerhalb. Da haben die gerne Hunde. Naja, wir gucken mal. Guck mal, was sie hier für ein Schloss drauf fahren. Nee, das ist schon uralt. Guck dir das an.
gucken hier. Erstmal kurz checken. Ja, die siehst du irgendwo Kameras. Das ist tatsächlich eine Gruft da unten. Ja, das sind Gräber. Ja. Aus. Eieiei, Freunde. Das ist doch eine Sache, das weiß ich nicht. Haben die Gräber aufgemacht? Guck mal hier. Ach, kannst du gucken? Nein, ich guck nicht. Nein, siehst du es? Wer macht sowas? Warum macht man sowas? Sich so ein Lost Place angucken, ja. Möchte ich ein paar schöne Fotos machen. Ist doch auch okay. Kann man doch alles machen. Wer verdammt nochmal von diesen Dreckschweinen bricht Gräber auf, weißt du das? Wo, welche? Was erhoffen die sich davon? Man kommt definitiv nicht da rein. Kommen mit richtig fetten Metallplatten zu. Komm, wir gehen einmal schnell hier rum, geht's hier. Nein, ist zu. Ist definitiv zu. Hier stehen auch Bienenkisten. Also ist jemand hier auch, der mal das dann nach den Bienen guckt. Aber hier waren auch schon Kabel. Schaffen die sie hier. Alles so von innen Holz vorgemacht. Ist auch gut so, glaube ich. Alter.
geht es in den Prinzessin. Naja, hier, siehst du da. Eieiei, so wurde das jetzt. Abendmahl. So, Freunde, jetzt hier geht er los. Ist nicht so, als wenn wir nichts dabei hätten. Diese. Tomate, Basilikum, Zwiebeln, Oregano. Freunde, was ich sagen wollte. Oh, boy, Freunde. Keine Werbung, keine Provokation. In kleine Fläschchen, Junge. Ich bin aber, vor allem bin ich ein Junge aus dem Ruhrpott, da ist ja halber. 33. Ja, 33 Jahre alt. Freunde! Aua. Aua, sagt das Kätzchen. Hoppa. Nee, hoppa, ich muss nochmal jetzt hier. Das war ja heute Mittag, das war ja ein Ding da mit dem Sarg und mit dem Skelett da drin und so. Das ist ja eine Sache, das ist ja unglaublich. Ich meine, ich bin ja ein Fan von Totenköpfen, Skelett und so Sachen alles und findet ja richtig mega geil, ne? Aber nicht so unser richtig. Logo, ja, aber wenn man dann so Sachen da so sieht, ne, jetzt reiche. Ich habe nicht gesehen und ja, das ist auch ganz gut so. Jetzt reiche, ich möchte das Video gar nicht sehen. Die Max was nicht. Die Max hat die Totenköpfe und sowas alles, das ja, aber so ein echtes Skelett dazu. Vor allen Dingen, das sind ja Dreckschweine, die so Gräber da aufbrechen und so weiter. Warum macht man sowas? Wie krank muss man sein im Kopf? Was sagt ihr dazu? Mal ganz im Ernst. Eure Meinung dazu in den ganzen Kommentaren. Bin ich echt drauf gespannt, wie ihr sowas seht. Das ist ja eine Schändung der Totenruhe und alles. Und ehrlich, ich hoffe, den hat schlechteste Karma der Welt am Arsch. Ehrlich, das ist Drecksäue. Echte Drecksäue. Freunde, in diesem Sinne gibt's auch nur hier so ein Absackerbier. Und gibt ja nur zwei Überraschungseier, die hauen wir uns rein. Ja, wir brauchen viel Eiweiß und Eibrauen. Und vor allen Dingen braucht Kätzchen ein bisschen Aufregung heute Abend, noch ein bisschen Spannung. Deswegen kannst du beide Überraschungseier nachher auspacken. Freunde, in diesem Sinne. Alles in allem, Freunde, bleibt gerade. Wir wünschen euch einen schönen Abend und grüßt mir die Currywurst. In diesem Sinne, Horido.